Ja, Leute, wie gesagt, das hier ist kein Buckingham Palace. Aber für eine krasse, ordentliche Party reicht's komplett. Die Gewinner stehen leider noch nicht fest, aber wir haben ja noch Zeit. Wie gesagt, zeigt mir, was ihr habt, dann lade ich euch vielleicht ein. Ja, bis später, Leute. Peace. Von aufgedreht zu nachdenklich Depri in einer Sekunde. Influencer. Bro, atme mal durch. Was ist denn los? Oh, Paco, manchmal würde ich echt gern mit dir tauschen, Mann. So, alles hinter mir lassen, Handy weg, normalen Job suchen. So wie du. Glaubst du echt, dass ich irgendwann mal in meinem Leben an einem Punkt ankomme, wo ich ernsthaft sagen kann, hey, Damian, was ist jetzt mit dem Influencer sein? Fürs normales Leben? Was ist denn bei euch wieder los in der WG? Was meinst du denn? Sehe ich so aus, als hätte ich Probleme? Erstmal musste ich Joanna um 8 Uhr morgens von der Straße kratzen. Und jetzt sitzt du hier in meiner Bar und ziehst so eine Fresse. Das sind ja die besten Voraussetzungen für eine fette Party. Ey, die Party wird geil, Mann. Und danke, dass ich hier immer mein Ding durchziehen darf. Ey, ich meine, es ist nicht selbstverständlich, so kurzfristig alles vorbereiten und so. Es geht alles auf meinen Deckel, wie immer. Bro, kein Problem. Wir beide haben was davon. Hauptsache, die Caption stimmen. Was soll die Scheiße? Eine DM an Max? Ernsthaft? Wow, 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 wow. Hey, es war kein Spaß, es war ein Notfall. Sonst würde ich doch nicht 30 Sekunden meiner kostbaren Zeit für den opfern. Jo, was willst du, Penner, eigentlich? Hey, Leute, beruhigt euch mal. Kein Bock auf den Kinderscheiß hier. Was brauch ich los? Ich muss mit dir reden. Alleine. Ja. Kommst du euch noch klar, oder was? Das ist meine Freundin, raffst du das? Mann, jetzt sag doch einfach, was los ist. Du machst hier immer ein großes Geheimnis drum. Was ist denn passiert? Ja, Geheimnis. Geht um Arbeit, Betriebsgeheimnis und so. Und Sydney will bestimmt nicht, dass irgendjemand von hier mitbekommt, was in der Agentur so geplant wird. Ganz bestimmt nicht der hier. Okay, keine schlechte Ausrede. Touché. Ja, da ist Sydney sehr picky. Alles muss professionell sein und so. Und du? Du siehst aus, als könntest du einen Drink gebrauchen. Lass die beiden Internet-Rambos hier mal draußen quatschen. Und du setzt dich an meine Bar und ich mach dir einen Special Paco Cocktail fertig. Was hältst du denn davon? 5 Minuten. Wow, was ein Auftritt. Es folgt eine Episode aus Amateure wollen PR-Profi aufs Kreuz legen. Pinky oder Brain oder was? Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Mit dir möchte ich eigentlich keine Gemeinsamkeiten haben. Was soll das? Und was hast du da überhaupt an? Was ist das? Komm, mach ein paar Flickflacks Richtung zu Hause. Oh, ging ja gar nicht. Du hast ja einen Humpelfuß momentan. Ja, doof. Ich würde dir vorschlagen, zieh den Gamer-Pullover an, bestell dir 24 Slicky Bee-Burger und präsentier der Welt vor deinem Rechner, wie geil diese Dinger sind. Hm? Sydney. Nicht reden, machen. Und noch eins. Nie wieder Flickflacks. Hast du mich verstanden? Nie wieder. Und du? So. Das hier ist Bambi Barbies Arbeitsgerät. Bis heute Abend möchte ich 34 Stories mit Damian zusammen haben. Wie sie das macht und wo sie das macht, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, sie macht sie. Und Hauptsache, die Kids da draußen werden sich in Zukunft von unserem Dream Couple DIN A1 Fotos übers Bett hängen. Verstanden? Oh. Und was ist mit Joanna? Hm, Wunderpunkt. Woher weiß Mauerblümchen das so schnell? Endlich zeigt Joanna Rückgrat und kehrt Sydney und seinen Machenschaften den Rücken. Die erste, die einsieht, dass die Influencer-Welt nur eine Blase ist.
Friends. Wir hatten Hochs, wir hatten Tiefs. Und das war auch gut so. Denn egal wie shitty es war, am Ende des Tages haben wir zusammengehalten. Wie eine Familie. Wir leben in einer schnellen Welt, die glitzert, wenn man draufschaut. Fame, Geld, Status. Aber manchmal reicht draufschauen eben nicht. Kennt ihr das? Wenn man anfängt, Schränke vorzuziehen, um auch mal dahinter Staub zu wischen, dann stellt man fest, wie dreckig es eigentlich wirklich ist. Und genau so einen Moment hatte ich heute in der Agentur. Papa, ich komme gleich runter. Ich muss noch was erledigen. Deshalb habe ich mich entschlossen, echt Fame zu verlassen. Und damit irgendwie auch euch. Es tut weh, aber es geht nicht anders. Unglaublich. Echte Gefühle, echter Schmerz. Ist das sowas wie echte Freundschaft? Und das mitten in dieser Fake-Welt? Danke, du bist auf dem richtigen Weg, Joanna. Ich hoffe, ihr versteht das. Und sehen uns ja auch noch so im echten Leben. Hoffentlich. Hugs, Joanna Leona. Geht's einigermaßen mit dem Knöchel? Ja, passt schon. Aber für eine ordentliche, krasse Party reicht es vollkommen. Krass, ich wusste gar nicht, dass Damian eine Party plant. Nicht? Der hat es heute Morgen schon ganz weit rumposaunt. Anyway, so wie Sydney gerade raged, wird das sowieso nichts mit The Green Universe. Er wird mich zwingen, diesen Chessburger-Deal durchzuziehen. Burger essen und die Fresse halten. Das Einzige, was Sydney von mir hören will, ist schmatzen. Das wird schon. Zugegeben ist jetzt vielleicht nicht der passende Zeitpunkt, um den Coup zu starten, aber der kommt noch, versprochen. Und dann wird die Falle zuschnappen. Ich hoffe, du hast recht. Safe. Komm mal mit. Okay, und was hast du jetzt vor? Ich probiere das Ganze nochmal. Ich will herausfinden, ob das heute Morgen nur Glück war oder ob ich das wirklich kann. Und du bist dir sicher, dass du jetzt dein Schicksal herausfordern willst? Hey, kannst du mich filmen? Ja, schon, aber muss es sein? Ich schaff das. Oh, fuck. Scheiße. Okay. Ich muss es nochmal machen, okay? Ich schaff das schon, okay. Ich glaube, du solltest jetzt aufstehen und wir versuchen es einfach von anders nochmal. Sei jetzt einfach glücklich darüber, dass du wieder vernünftig laufen kannst. Gut. Dann gehe ich zurück in meinen goldenen Käfig und mache das, was Meister Sydney sagt. Nie wieder Flickflacks. Hast du mich verstanden? Nie wieder. Lea? Hallo? Sag mal, möchtest du jetzt bitte auch mal über deinen Schatten springen? Alles klar, Cyber C. Und ich werde mich auf die Suche nach Bambi Barbie machen und ihr Handy bringen. Ha! Wenn wir schon bei lustigen Spitznamen sind, würde sich bei dir ja Loser Lea anbieten. Hauptrolle in Ungeküsst. Ah, und lösche erstmal das Video aus dem Park, bis Sydney sich beruhigt hat. Ja, mach ich. Bitte halt sie zurück, ich will dich nicht weinen sehen. Mein Herz zerbricht daran, weiß nicht, wie es weitergeht. Bitte halt sie zurück. Habe ich wirklich 10.000 Leute gesehen? Das kann doch nicht sein, oder? Mein Herz zerbricht daran. Oh, wie süß. Bitte halt sie zurück. Du hier auf der Bühne, du wirst uns alle unterhalten. Ist es nicht das, was du wolltest? Doch, yay. Ja? Ja. Machen wir. Ja, machen wir. Alright. Zeigen wir meinem Vater, was ich wirklich drauf habe. Wollen Sie die 2 Euro behalten oder kriege ich die wieder? Ha, ja. Sorry. Schönen Tag noch. Für Sie auch, danke. Na, wie findest du die Kasse? Ich habe sie repariert. Die ist jetzt leise, schnell, wie Tesla. Hör zu, Schatz. Ich weiß, du magst diese Leute da und dieses Internet und Fotos und Videos und die Kartons mit Sachen, die du zugeschickt bekommst. Aber das heute Morgen, das waren keine guten Menschen. Die haben kein Herz, keine Gefühle. Du, Papa, bitte lass es. Was ich damit sagen will,
dass du hier bei uns immer einen Platz hast. Bei Nala und mir. Und was du heute Morgen gesagt hast, das macht mich sehr stolz. Du hast gezeigt, zu wem du stehst. Und egal, was jetzt passiert, ich bin immer für dich da. Schon immer und für immer. Egal was? Egal was. Auch wenn ich nicht direkt heiraten will, sondern einfach mal zuerst singen möchte und auf eigene Faust was aufbauen will. Auch dann bin ich für dich da. Naja, aber vielleicht kannst du auf Albanisch singen. Jamadoni via via, osa e mode o shipnia. Geht doch! Ich bin stolz auf dich. Sorry, war kurz offline. Hab Taschentücher geholt. Scheint so, als würde sich zumindest hier alles zum Guten wenden. Ich glaube, Damian kann das nicht von sich in seinem verkorksten Verhältnis zu zwischenmenschlichen Beziehungen behaupten, oder? Also, was ist so wichtig, dass du mich hier zu dir in die Bar bestellst, Max auch noch eine provokante Nachricht schreibst? Du weißt ganz genau, dass du noch mehr Benzin ins Feuer gießt. Schau mal. Lea, was will denn jetzt die Lea? Hi Lea, ich weiß, er hat meine Stories gesehen und er will, dass du mir sagst, dass ich mehr Beauty-Pics posten soll. Aber nein, ich werde diese Party schmeißen und das kannst du ihm auch sagen. Und ich bin jetzt gerade in einem Talk, also ich habe auch keine Zeit. Ciao. Also? Schau mal, was mir Hunter geschickt hat. Willst du mich verarschen? Was ist denn los mit dir? Wer hat uns gefilmt? Das kommt doch safe von dir. Da steckst doch du dahinter. Ja, ich? Ey, da war ein Zaun. Wie soll ich das dann gemacht haben? Mit einem unsichtbaren Selfie-Stick oder wie? Das war dieser scheiß Hunter, hundertprozentig. Sag mir aber nicht, dass das Video online ist. Was weiß denn ich? Zumindest habe ich nichts gesehen. Und dieser fucking Hunter hat mir auch noch geschrieben, wenn ich ihn nicht zur Party einlade, dann lässt er auch die Bombe platzen. Und was wäre so schlimm daran? Casanova knutscht Blondie. Ich sehe da kein Problem. Spuck's aus. Dann habe ich ein Problem, genauso wie du. Denn dann sehen meine weiblichen Fans, wie ich auf irgendeiner scheiß Toilette vollgekotztes Mädchen küsse. Es kommt gar nicht gut an, okay? Gott sei Dank, er ist zurück in all seiner oberflächlichen Klischeehaftigkeit. Ich dachte schon, er würde sich einmal ernsthaft Sorgen um das Wohlergehen anderer machen. Damian ist einer meiner besten Soldaten in diesem Krieg. Das ist dein Problem, das ist dein scheiß Problem. Dieses Video ruiniert meine Beziehung. Sydney wird mich safe feuern. Da bin ich obdachlos, arbeitslos und Single. Hallo. Hi, Leo. Alles gut bei euch? Ja. Ich dachte mir fast, dass ich dich hier antreffe, aber das konnte ich auch nur erahnen, weil ja jemand scheinbar ein bisschen zu beschäftigt ist, um an sein Telefon zu gehen. Und, bitteschön. Und liebe Grüße von Sydney und sein Wortlaut war posten, posten, posten. Und das darfst du übrigens auch machen, Damian. Ach, und du hast richtig erraten, Beauty-Pics und nicht irgendwelche Party-Announcements. Also ich bin ja für eine Party, deshalb brauchst du irgendwie Hilfe? Also ich bin ja auch für eine Party. Ist ja der perfekte Anlass, Influencer zu crashen. Viele oberflächliche, verlogene Menschen mit dunklen Geheimnissen zur selben Zeit an einem Ort versammelt.